Nach einem Spaziergang im Wald fühlen wir uns erholt und wir merken instinktiv, dass die frische Waldluft, die wir einatmen, eine positive Wirkung auf den Körper hat. Aus dieser Erkenntnis hat sich in Japan ein Konzept mit dem Namen Shinrin-Yoku entwickelt. Im Deutschen kennen wir dafür den Begriff des Waldbadens. Vielleicht hat der eine oder andere den Begriff ja schon mal gehört. Und gemeint ist damit das bewusste Verweilen im Wald mit dem Zweck, sich zu erholen und die eigene Gesundheit zu stärken. In Japan ist das Waldbaden bereits seit vielen Jahrzehnten etabliert und ist sogar schulmedizinisch anerkannt. Aber auch in Deutschland wird im Bereich der Waldtherapie bzw. Waldmedizin immer weiter geforscht. Heute möchte ich einmal darüber sprechen, welche gesundheitlichen Wirkungen genau dahinter stecken. Speziell hinter der Waldluft, also wie sie sich von der Luft unterscheidet, die wir so täglich in geschlossenen Räumen einatmen und wie sie sich genau gesundheitlich auf den Körper auswirkt. Der erste Faktor, bei dem die Waldluft auf jeden Fall pumpen kann, ist der Schadstoffgehalt. Da muss man aber unterscheiden, Schadstoffe sind dann nicht gleich Schadstoffe. Es gibt zum einen natürliche Luftschadstoffe. Das sind Substanzen, die durch Vulkane, Waldbrände oder beispielsweise auch durch die Tätigkeit von Mikroorganismen erzeugt werden. Natürliche Luftschadstoffe stellen aber in der Regel keine Gefahr dar, weil sie erstens nur in einer geringen Konzentration auftreten und zweitens, weil sie Teil eines natürlichen Kreislaufs sind und von alleine wieder abgebaut werden und eben nicht in der Atmosphäre verbleiben. Viel größere Auswirkungen auf die Lebewesen und auch auf die Umwelt haben anthropogene Schadstoffe. Das sind Schadstoffe, die der Mensch durch die Industrie, durch den Autoverkehr, Luftverkehr und auch durch die Landwirtschaft erzeugt. Auf der anderen Seite muss man unterscheiden zwischen gasförmigen und partikulären Substanzen. Gasförmige Schadstoffe sind Gase wie zum Beispiel Schwefeldioxid aus der Verbrennung von Kohle und Öl, Stickstoffoxide und Kohlenstoffmonoxid aus dem Autoverkehr oder auch Ammoniak aus der Landwirtschaft. Diese Gase nehmen wir eben leicht über die Atmung auf, sodass sie ihre negative Wirkung leider entfalten können. Die Wirkung lässt sich aber auch nicht auf einen Punkt runterbrechen, weil jeder Stoff unterschiedlich wirkt und auch auf verschiedenen Ebenen an verschiedenen Stellen des Körpers wirkt. Allgemein kann man nur sagen, dass sich die gasförmigen Luftschadstoffe nicht nur, wie man es denken könnte, auf das Atmungssystem auswirken, sondern eben auf den gesamten Organismus und die Entstehung diverser Erkrankungen begünstigen. Neben den gasförmigen Luftschadstoffen gibt es noch sogenannte partikuläre Schadstoffe. Das bezieht sich hauptsächlich auf Feinstaub, also auf winzige Partikel, die so klein sind, dass sie nicht direkt zum Boden absinken, sondern eine gewisse Zeit in der Atmosphäre verbleiben. Diese Partikel werden hauptsächlich durch den Straßenverkehr und durch die Industrie erzeugt und sie werden anhand ihres Durchmessers kategorisiert. Und der Durchmesser bestimmt auch die gesundheitliche Gefahr, die von diesen Partikeln ausgeht. Es gibt nämlich Partikel, die so klein sind, dass sie über unsere Atmung direkt in die Bronchien gelangen und dort Schleimhautreizungen und Entzündungen in der Luftröhre und auch in den Bronchien verursachen können. Andere wiederum sind sogar so klein, dass sie direkt ins Lungengewebe gelangen und auch in den Blutkreislauf und dort beispielsweise eine verstärkte Plaquebildung in den Blutgefäßen verursachen können. Jetzt könnte man sagen, dass es ja für jeden Schadstoff gewisse Grenzwerte gibt, die eingehalten werden müssen und dass es deswegen alles kein Problem ist. Aber man muss sagen, dass selbst wenn diese Grenzwerte immer eingehalten werden würden, was definitiv nicht der Fall ist, dass für die wissenschaftlich gut erforschten Schadstoffe, die ich gerade auch erwähnt habe, keine Wirkungsschwelle identifiziert werden konnte, unter der keine gesundheitlichen Folgen nachweisbar wären. Das bedeutet, jede Verringerung der Exposition von Luftschadstoffen reduziert auch mögliche gesundheitliche Schäden. Und hier kommt eben die Waldluft ins Spiel. Waldluft ist nahezu schadstofffrei und enthält 99% weniger Staubteilchen als Stadtluft. Jetzt ist natürlich die Frage, womit hängt das zusammen? Das hängt zusammen mit der natürlichen Filterungsfunktion des Waldes. Gasförmige Luftschadstoffe werden nämlich von den Waldbäumen und von den Bodenpflanzen aufgenommen und verstoffwechselt. Partikuläre Schadstoffe, also Staubteilchen, werden von den Kronoberflächen der Waldbäume herausgefiltert. Die Partikel setzen sich nämlich auf den Blättern und auf den Nadeln der Bäume ab und werden dann beim nächsten Regen abgeschwemmt. Und dementsprechend bestimmt die Oberfläche des Waldes auch, wie viele Schadstoffe herausgefiltert werden. Und deshalb sind natürliche Wälder, die variabel geschichtet sind, mit vielen verschiedenen Stockwerken auch effektiver als künstliche Wälder mit einem relativ ebenen Kronendach. Das bedeutet also, die Luft wird durch Wälder sowohl von gasförmigen als auch von partikulären Schadstoffen befreit. Man muss aber leider sagen, dass die enormen Mengen an Schadstoffen, die wir heutzutage produzieren, nicht spurlos an den Waldbäumen vorbeigehen.
An die heutigen Schadstoffmengen sind die Pflanzen nämlich nicht angepasst. Und deshalb entstehen Schäden wie eine Reduzierung der Photosyntheseleistung und einer Verschlechterung der Bodenqualität. Und somit wird das natürliche biologische Gleichgewicht des Waldes gestört. Wir können uns auf dieser Filterungsfunktion des Waldes also nicht ausruhen, sondern sollten versuchen, die Emission von Luftschadstoffen so weit wie möglich zu reduzieren. Aus rein gesundheitlicher Perspektive muss man aber sagen, dass die Waldluft eben sehr rein ist und so staubarm wie sonst nur im Gebirge oder am Meer. Und somit ist die Waldluft eine Wohltat für unsere Atemwege und ermöglicht es der Lunge endlich mal, sich von der sonstigen Dauereinwirkung von Luftschadstoffen zu regenerieren. Wenn man von der wohltuenden Wirkung des Waldes spricht, bezieht man sich häufig auf die Sauerstoffproduktion der Photosynthese betreibenden Pflanzen und Bäume. Und in der Tat ist es auch so, dass Wälder enorme Mengen an Sauerstoff produzieren. Trotzdem enthält Waldluft aber nicht, wie häufig behauptet, mehr Sauerstoff als die Luft in unbewaldeten Gebieten. In den untersten Schichten der Atmosphäre ist der Sauerstoffgehalt in der Luft nämlich überall nahezu gleich. Das hängt zum einen damit zusammen, dass der Wald zwar große Mengen an Sauerstoff produziert, aber auch viel verbraucht. Durch die Zersetzung der Biomasse, die sich am Boden anhäuft, und auch durch die Atmung der Pflanzen während der Nacht. In der Nacht kommt die Photosynthese nämlich zum Erliegen und stattdessen diffundiert Sauerstoff in die Blätter der Pflanzen. Und auf der anderen Seite werden die Luftmassen im Wald durch Winde ständig durchmischt und somit der Sauerstoff gleichmäßig verteilt. Und das hängt wiederum damit zusammen, dass die Luft im Wald relativ kühl ist, weil die Baumblätter und Bodenpflanzen ständig Wasser verdunsten lassen und weil im Sommer nur ein gewisser Teil der Sonnenstrahlen durch die Baumkronen auf den Waldboden gelangt. Und dadurch ist die Waldluft eben um einige Grad kühler als außerhalb und durch diesen Temperaturunterschied ist die Luft immer in Bewegung und der Sauerstoff wird eben gleichmäßig verteilt. Quantitativ unterscheidet sich die Waldluft also nicht, aber dafür in der Sauerstoffqualität. Sie enthält nämlich deutlich mehr Sauerstoffionen als die Luft auf freiem Gelände. Sauerstoffionen sind Sauerstoffmoleküle, die durch Entzug oder Zugabe von Elektronen eine elektronische Ladung aufweisen. Von den Pflanzen werden im Rahmen der Photosynthese nämlich negativ geladene Sauerstoffionen erzeugt. Das sind Sauerstoffmoleküle mit Elektronenüberschuss, auch Anionen genannt, und durch diesen Elektronenüberschuss sind die Sauerstoffmoleküle sehr reaktiv und sie reagieren mit Substanzen wie mit Feinstaubpartikeln, mit Pollen, Pilzsporen und auch gasförmigen Schadstoffen und entfernen diese aus der Luft. Und dieser Effekt trägt eben nochmal zu der Reinheit von der Waldluft bei, die ich vorhin ja schon angesprochen habe. Es besteht sogar ein direkter Zusammenhang zwischen der Reinheit der Luft und der Ionenanzahl. Zum Beispiel ist die Luft in der Nähe von Wasserfällen oder auch nach einem Gewitter sehr reich an Ionen und deshalb auch sehr rein. Neben der Luftreinigung hat die hohe Ionenkonzentration aber auch eine vitalisierende Wirkung auf unseren Körper direkt. Die Ionen fördern nämlich die Sauerstoffanreicherung im Blut über die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, wodurch sich die Sauerstoffversorgung im gesamten Körper verbessert. So, wir kommen zum nächsten Punkt. Genau wie wir Menschen und Tiere kommunizieren auch Pflanzen untereinander. Das machen sie, um die Pflanzen in ihrer Umgebung vor Schädlingen zu warnen, damit diese wiederum ihr Immunsystem hochfahren können. Dafür verwenden die Pflanzen aber keine Laute, sondern sie geben chemische Botenstoffe ab, die sogenannten Terpene. Jede Pflanzenfamilie gibt dabei eigene Terpene ab, sodass es tausende verschiedene Substanzen gibt, die alle eine unterschiedliche Wirkung erzeugen. In der Waldluft sind Terpene für uns Menschen als Duftstoffe wahrnehmbar. Deshalb sind sie beispielsweise auch die Hauptwirkstoffe der ätherischen Öle. Das bedeutet, wenn wir uns im Wald aufhalten, atmen wir zwangsweise Terpene ein. Und davon profitieren wir auf dem gleichen Wege wie die Pflanzen. Die Terpene stärken nämlich unser Immunsystem. Und das sieht man daran, dass nach einem Spaziergang im Wald die Zahl unserer natürlichen Killerzellen im Blut um 40% erhöht ist. Natürliche Killerzellen sind Teil unseres unspezifischen Immunsystems und sie haben die Aufgabe, sowohl virusinfizierte Zellen als auch Tumorzellen zu erkennen und abzutöten. Und deshalb wirken sie beispielsweise auch der Entstehung von Krebs entgegen. Der Anstieg bleibt nicht nur für einen kurzen Zeitraum, sondern hält ca. 7 Tage an. Das heißt, wenn wir uns an einem Tag im Wald aufhalten, haben wir die nächsten 7 Tage ein effektiveres Immunsystem. Wir müssen also gar nicht so viel Zeit investieren. Wenn wir beispielsweise einmal die Woche im Wald spazieren gehen, können wir unser Immunsystem dauerhaft stärken.
Zusammenfassend zur Wirkung der Waldluft kann man sagen, Waldluft ist nahezu frei von Schadstoffen, reich an vitalisierenden Sauerstoffanionen und enthält immunstärkende sowie krebshemmende Terpene. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, sich so oft wie möglich im Wald aufzuhalten, zumindest einmal die Woche im Wald spazieren zu gehen. Ich denke, die Zeit kann jeder investieren. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir natürlich gerne einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal für mehr Wissen rund um einen gesunden Lifestyle. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.